Herzlich willkommen in der Do-It-Yourself-Kajüte. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so ein Schnuffeltuch ganz einfach selber nähen könnt. Viel Spaß dabei! Schnappt euch eure Nähmaschine und eure Nähutensilien und schon kann es losgehen. Ihr benötigt für die Vorderseite verschiedene Stoffe, zum Beispiel Baumwollstoffe, Jerseystoffe oder Musselinstoffe, je nachdem, was euch gefällt. Meine Maßangaben blende ich euch mal ein, jedoch könnt ihr das Schnuffeltuch natürlich auch auf euer Wunschmaß anpassen. Für die Rückseite verwende ich einen flauschigen Fließstoff, jedoch könnt ihr dann natürlich auch andere Stoffe verwenden. Damit Babys und Kleinkinder auch etwas zum Greifen oder etwas zum drauf rumbeißen haben, benötigt ihr noch verschiedene Bänder oder Kordeln. Dazu kommen noch verschiedene große Stoffstreifen, und zwei gleich große Stoffstreifen, die ihr oben mit einem kleinen Teller abrunden könnt. Legt zunächst die beiden Vorderteile bündig mit den langen Kanten rechts auf rechts aufeinander und steppt dann mit einem Geradstich und einer Nahtzugabe von einem Zentimeter, verriegelt am Anfang und am Ende gut. Nun könnt ihr die Vorderseite noch mit Dekobändern verschönern oder eventuell einen Namen applizieren. Steckt euch die Bänder, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, gut fest, damit nichts verrutscht und steppt sie dann mit einem Geradstich oder Zickzackstich auf. Legt die gleich großen abgerundeten Stoffstreifen nun rechts auf rechts und näht nähfüßchenbreit einmal drumherum. Die untere Kante bleibt offen. Faltet die kleinen Stoffstreifen in der Mitte und steckt sie, wenn ihr mögt, mit Klammern fest und steppt dann auch einmal drumherum und lasst die untere Kante offen. Schneidet die Ecken etwas zurück und dann kann auch schon alles gewendet werden. Ihr könnt euch einen Stift zur Hilfe nehmen, damit die Ecken gut ausgeformt werden können. Positioniert nun all eure Bänder und Stoffstreifen auf der Vorderseite. Achtet darauf, dass die Bänder nach innen liegen und die offenen Stoffkanten außen etwas hervorschauen. Steckt alle Bänder gut fest und steppt sie knappkantig an. Das größere Stoffstück oben rechts in der Ecke wird erst zum Schluss mit angenäht. Legt dann das Rückteil rechts auf rechts, steppt mit einem Geradstich und einer Nahtzugabe von einem Zentimeter drumherum und lasst eine Wendeöffnung von 6 cm offen. Der große Stoffstreifen in der Ecke wird nun gleichzeitig mit festgenäht. Näht an der Stelle angekommen einmal diagonal drüber. Schneidet den überschüssigen Stoff ab und wendet das Schnuffeltuch. Klappt die Nahtzugaben nach innen und schließt sie entweder per Hand oder knappkantig mit der Nähmaschine. Und nun könnt ihr noch einen Knoten in den Stoffstreifen machen und fertig ist das Schnuffeltuch. Am Ende des Videos wollte ich euch noch schnell diese zuckersüße Puppenwickeltasche zeigen. Diana, eine ganz liebe Zuschauerin, hat sie nach meiner Anleitung genäht und die Größe so angepasst, dass es eine Wickeltasche für Püppis geworden ist. Ich blende euch mal ihren Instagram-Namen ein. Ich finde die Idee so süß und es ist die perfekte Geschenkidee für alle Puppenmamis und Puppenpappis. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle fürs Zuschicken und natürlich auch an alle anderen, die mir ihre Bilder zusenden und mich bei Instagram taggen. Ich freue mich immer riesig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.